Hallo Leute, zum nächsten Let's Play. Wir werden, wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, heute dieses Loch fertig fertig zu machen und anfangen, einen Brunnen zu bauen. So, der Baum kann erstmal weggehen, also die Blätter. Hier, das nehmen wir uns auch noch mit. Dass wir ein bisschen Platz haben. Und ja, dann holen wir uns irgendwo ein bisschen Erde, wo man keine Erde braucht. Hier können wir ein bisschen Terraforming machen. Wir machen das immer so weg, dass es noch ein bisschen was aussieht. Aber dass es noch ein bisschen aussieht, wie es Natur aussieht. So. Haben wir ein bisschen Erde gesammelt. Diese Wasserquelle hier werden wir offen lassen. So, hierzu, dazu, 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 dazu. Da, 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 hier, da, 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 da und da. So, hier die ganzen Saplings aufsammeln. Hier werden wir keinen Baum mehr hinstellen. Da wir ein bisschen Platz brauchen. So. Das Wasser ist ja hier drunter. Und wir werden den Brunnen ungefähr da noch da. Da. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. So, gehen wir nochmal raus. Das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. So, holen wir uns einmal hier unten raus. Das, das, das. Ja, so groß soll der Brunnen ungefähr werden. Dann machen wir uns hier unten aus Erde erstmal diesen Kreis auch nochmal. Da geht's runter. Da und da. So, dann sammeln wir kurz die Erde hier auf. Da, 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 da. Dass wir ein bisschen begrenzten Bereich haben. Unser Gebiet muss bis. Also hier, da, 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 da. Nee, hier nicht. Hier müssen wir das auch wegmachen. Hier, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Da hatten wir ja beim letzten Mal diese Wassersperre hingebaut. Brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Lassen wir mal kurz für den Ausgang. Dadurch, dass da jetzt noch der Erdklotz ist, fehlt da jetzt ein Block. Ist aber nicht so schlimm. Also so ein Wasser ist da so abgekippt. Ist erstmal nicht so schlimm. So, ein bisschen Erde haben wir noch. Das werden wir nachher natürlich mit Stein austauschen. Aber es reicht erstmal so. Normalerweise müsste das jetzt da hinten leicht hochgehen. Ja, hab funktioniert. So, dann müssen wir hier noch so einen Ring bauen.
Weil jetzt haben wir keine Erde mehr. Wir brauchen noch 2 Blöcke. Und ja, den Rest werden wir dann nachher mal bauen. Also ein Brunnen, der soll ja auch gut aussehen. Hier hatten wir schon was abgebaut. Da liegen noch ein paar. Hier noch. So. Und dann den Baum hier noch weg, weil der passt jetzt nicht mehr. So, hier den Sand lassen wir erstmal da. Das können wir wegmachen. Ist leider nichts rausgekommen. 7. So, dann kommt hier noch so einer hin. So, jetzt bin ich leider reingefallen. Da, und dann hier hoch. So. So. Dann brauchen wir nachher ein bisschen Cleanstone, ein paar Cobblestone und Zäune. Ja, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Holz gesammelt. Die Eichenholzbretter nehmen wir uns mal. Und die 8 auch. Hier können wir ein bisschen Cleanstone rausmachen. Und dann machen wir uns einmal halbieren. So. Ein paar Sticks daraus. Halbieren. 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 Wenn wir die jetzt halbieren, dann müssen wir da, da und da noch einen drauf tun. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt geht's auf. Und dann kommen da 20 Zäune raus. Dann haben wir gerade kein Holz mehr. Das können wir mal verbrennen. Machen wir hier aus runden Planks. Also Eichenholzbretter. So, das Stack tun wir hier rein. Die anderen 28 tun wir hier hin. Zum Brennen. So. Das Creeper-Loch können wir auch mal kurz schließen. Kann jetzt was drin spawnen. Ist mir aber eigentlich gerade ziemlich egal. Da wir irgendwann sowieso unseren Keller bis dahin ausbauen werden. So, wo können wir jetzt noch ein bisschen Erde herholen? Hier geht noch was. Ja, 14 Stück. Wird gerade langsam dunkel. Wir müssen mal unsere Hacke ein bisschen Samen hier rausholen. Manchmal ist es wie verhext, da kommen ja fast gar keine Samen raus. Da war wieder einer und da ist keiner drin, da ist keiner drin, da ist keiner drin, da ist einer drin, da ist keiner drin. Und ja, gehen wir erstmal zurück zum Haus. War da gerade ein kleines Loch? Ja, da müssen wir uns am nächsten Tag mal ein bisschen Erde holen und die auch noch schließen. So, wir können im Moment noch nicht schlafen, ist noch nicht Nacht für Minecraft. In der Zeit können wir schon mal die Samen hier reinrollen und die Saplings. So, jetzt können wir schlafen. Guck
Gucken, wie viele Cleanies wir schon haben. 12 Stück reicht noch nicht. Lassen wir es noch ein bisschen drin. So. Hier den Baum noch abbauen. Das ist ziemlich noch im Moment noch ziemlich nervig, weil wir nur eine Steinaxt haben, dass das so langsam geht. Wir werden bestimmt bald Eisen finden. Und ja, diese 7 Dirt hier hinsetzen. So, hier kommt ja dann der Brunnen hin. Dann müssen wir hier vor dem Haus noch rausheben. Ich weiß, da war Wasser drunter. Deswegen muss ich da gleich auch noch was ändern. Gehen wir gerade mal runter. So. Dann gehen wir hier irgendwo wieder raus. Hier kommen wir bestimmt raus. So. Und dann bauen wir hier übers Wasser Dörtchen. Wenn wir dann Kies gefunden haben, werden wir aus Kies einen Weg bauen. So, hier auch noch. Soll auch so ein bisschen als Verbindung zwischen dem Haus und dem Brunnen dienen. Haben wir dort, da haben wir dort. Und ja, dann haben wir das hier. Da hier der Brunnen hinkommt, ist das dann so gut. Hier tun wir im Moment noch Dirt hin, dass wir reinkommen. Hier haben wir 24. Okay, es waren schon 25 Cleanies. Mit den Cleanies können wir schon mal anfangen hier zu bauen. Wir müssen nämlich, hier muss Clean hin, da muss Clean hin, hier muss Clean hin, da muss Cleanstone hin. Komm schon, jetzt. Sind die Abstände nicht gleich? Das habe ich gerade mal gefailt. Ich weiß, das war jetzt ziemlich unnötig, den zu machen. Die Cleanies müssen dahin, dahin, dahin und dahin und hier innen noch. So, dann müssen wir die Zäune hier drauf, dann müssen wir uns noch ein bisschen Kobbel ansammeln und dann wird das bald etwas. So, hier muss noch ein Zaun drauf und dann müssen wir uns kurz eine Dirt-Hilfe bauen, also so auf Dirt hochbauen, dass wir hier oben dran kommen. Da muss noch ein Cleanstone hin. Und dann muss das so gebaut werden. Da muss noch ein Zaun hin. Und da muss da oben noch ein Clean hin. Und dann werden wir hier oben so einen Clean-Ring machen. Und oben so ein Kobbeldach. Ja, das war's dann auch schon fast wieder für dieses Let's Play. So, diese Erde noch. Wir werden im nächsten Let's Play ein bisschen Kies suchen und ein bisschen Kobbel. Hier haben wir noch ein paar Cleanies. Ja, und ciao, bis zum nächsten Mal.